Servus, Grüezi. Und mein Mann, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Oblivion. Ja, wir sind jetzt hier in Zaselm. Ja, auf der Suche nach einer Frau, die uns helfen wird, einen neuen Torwächter zu erstellen. Boah, wenn die Folge schon so anfängt, ne? Schon richtig. Wieso liegt hier ein Smaragd rum? Warum liegt hier Stroh? Man weiß es nicht. Boah. Schön die Karotis erwischt. Ne, nicht ganz, ne? Oder? Nee, eher nicht. Eher den Wangenknochen. Ah, so, also hier, Shivering Isles ist schon ein bisschen was härter, ne? Finde ich jetzt. Viel Gekämpfe, viel Kreaturen, die wir bekämpfen müssen. Hunger gegen Klapperscheuchen. Okay, Versuchsaufbau und Hypothese: Hunger gegen Klapperscheuche mit Elfenkatalysator. Obwohl sie normalerweise einander ebenbürtig sind, diese beiden Klapperscheuchen gegen einen einzelnen Hunger haben frühere Experimente gezeigt, dass die Präsenz eines warmen Körpers bei Hunger zu seiner Steigerung seiner Wildheit führt. Ja, haben wir auch schon gesehen. Dieser territoriale Jagdinstinkt fehlt den Klapperscheuchen völlig. Sie streben nur danach, Leben zu vernichten, nicht es zu verschlingen. In diesem Falle habe ich einen Hunger in seinem Käfig gesperrt, wobei ich eine unberührte Hochelfenmaid in seiner Sichtweite hielt. Hunger scheinen ganz besonders nach dem Blut von Elfenjungfrauen zu dürsten. Und diese auf der Schwelle ihrer Blüte sollte ein besonderes, unwiderstehlicher Leckerbissen sein. Ich stelle die Hypothese auf, dass der Hunger im anstehenden Gefecht mit größerer, stärkeren Präzision kämpfen wird, wenn ich ihm die Elfenmaid eine Weile der gegenseitigen Nähe aussetze. Ich werde in einigen Tagen zurückkehren, um das Experiment durchzuführen. Okay, das ist jetzt unter uns, wa? Wo ist da jetzt hier das Tor aufgegangen? Da ist die Elfenmaid. Oh, der Hunger greift die Elfenmaid an. Verdammt. Schluss damit. Mit diesem Geplänkel. Die Elfenmaid ist geflüchtet. Was haben wir hier? Oh. Ja, das ging auch rasch. Was haben wir hier? Aha. Okay. Ja, gut. Die Elfenmaid ist geflüchtet. Der Hunger ist noch hier drin. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Ja. Der Hunger konnte jetzt nicht alles zerstören, aber ein Teil. Gehen wir unten rum. Okay, unten ist in dem Fall ja auch wieder oben. Alter, dass wir den noch getroffen haben, das war ja voll out of range eigentlich. Naja. Unter uns ist was? Nicht viel. Oh, hier ist eine. Oh. Der hat Goldmünzen dabei. Testsubjekt. Mhm. Da fehlt wohl die Schriftrolle, ne? Die gute Frau, mit der wir es zu tun kriegen werden, hat offenbar einen Sinn für Experimente mit Monstern aus Shivering Isles.
und Elfenjungfrauen. Super Mischung, wenn ihr mich fragt. Ein bisschen weiter oberhalb, ne? Oh, der kam ganz tief. Der kam ganz tief. Diese Adronachen sind nicht so... nicht so spitze, ne? Alter. Der Hund aber hält echt viel aus, ne? Mal Schüsse in den Kopf. Und der lebt immer noch. So, Fleischadronach. Ne? Hier geht's runter. Hier oben habe ich jetzt noch nichts mehr übersehen. Sehr gut. Hier geht's irgendwo rein. Alles jetzt ist das gut, wenn wir hier reingehen. Okay, es hat nicht geschadet, hier reinzugehen. Hat irgendwer von denen Gold dabei? Wir gehen mal von der Hypothese aus, dass der Zombie das letzte Mal der guten Frau das Gold gestohlen hat. Hat man hier einfach die Leichen aufgehängt zum Ausbluten. Mhm. Alles klar. Ja, ist auch schön hier, ne? Da haben wir auch nochmal einen Gang. Ein Raum. Fehlgeschlagenes Experiment. Auch wieder mit Gold drin. Okay. Naja. Gut, hier haben wir einen Hund. Das regeln wir jetzt so. Der Klinge etwas... können wir etwas mehr Schaden austeilen als mit Pfeil und Bogen. Hier geht es wieder nach oben, so wie es aussieht. Hier hinter, was haben wir hier? Projekt Hundeblut Tag 7. Mhm. Druckschalter. Aha, warte mal. Hier kämpft jetzt ein Hund gegen ein Klappergestell. Klapperscheuche, so war's, ne? Okay, Klapperscheuche gewinnt das Duell. Eine Woche altes Blut. Versuchsaufbau und Hypothese, eine Woche altes Blut. Ich habe einen Hund und eine Klapperscheuche mit gleicher Kampfkraft kombiniert. Allerdings habe ich kürzlich das Zombieblut des Hundes entleert und durch Blut ersetzt, das ich einer Bretonenleiche entzogen habe, die eine Woche lang in der heißen Sonne verwest war. Wenn ich zurückkehre, nachdem ich ihm Gelegenheit gegeben habe, sich an seinem neuen Lebenssaft zu gewöhnen, rechne ich damit, dass der Hund bei weiteren wenigen Leistungen als normal zeigen wird. Ja, das haben wir auch festgestellt. Projekt Hundeblut. Uiuiui. War ein bisschen was zu lesen, oder? Meine Theorie vor dem Versuch ist folgende. Eine Mischung des letzten Trankes aus Hundeblut mit dem eigenen kopflosen Zombies wird zu einer Bestie mit größerer Wildheit und Widerstandskraft gegen Schmerz führen. Test 1. Subjekt 1 erhält den herkömmlichen Trank und Subjekt 2 die neue Mischung. Gefecht 1. Subjekt hielt etwa eine Minute lang durch und starb dann, nachdem sie Subjekt 2 eine durchschnittliche Menge an Schaden zugefügt hatte. Subjekt 2 schien die meisten Verletzungen nicht zu bemerken, die sie abbekam. Gefecht 2. Nach einem lang andauernden Gefecht tötete Subjekt 1 Subjekt 2, erlitt jedoch selbst fast tödliche Wunden. Subjekt 2 kämpfte bis zum bitteren Ende mit der gleichen Energie wie zu Anfang. Subjekt 1 wurde rasch eliminiert. Subjekt 1 hielt weniger als eine Minute durch, Subjekt 2 erlitt nur geringe Verletzungen. Test 2. Subjekt A und B haben beide das Standardblut, Subjekt C und D haben beide das neue Blut. Gefecht 1. A gegen B. Dauert etwas über eine Minute, beide Hunde erlitten schwere Verletzungen und litten leichte und ihre Wunden. Gefecht 2. Beinahe identische Ergebnisse.
Gefecht 3. Dauer länger als 2 Minuten. Beide Hunde erlitten schwere Verletzungen, doch keiner schien außer Atem sein oder unter einer Wunde zu leiden. Gefecht 4. Dauerte weniger als eine Minute. Beide Hunde erlitten schwere Verletzungen. Keiner schien sich an seinen Wunden zu stören. Es scheint, meine ursprüngliche Theorie war korrekt. Bei künftigen Versuchen werde ich versuchen, das Blut des kopflosen Zombies zu verdünnen, bevor ich es zu einer Mischung gebe, um weiteren Einblick in die tatsächliche Potenz des eigentlichen Blutes zu gewinnen und zu bestimmen, wie viel der zusätzliche Wirkung aus seiner Kombination mit den noch vorhandenen Zutaten stammt. Okay. Ist ja alles sehr interessant hier. Wo geht's hier lang? Okay, hier haben wir ein Metalltor. Okay. Der auch wieder Gold drin? Ne. Was haben wir hier? Weak Potion of Might, Potion of Healing, Essenz der Leere, viele Essenzen der Leere. Ist noch eins drauf. Ich will das haben. Klapperscheuchenschädel. Knochenmehl. Es scheint so, als hätte die Frau nicht mehr alle Latten am Zaun. Macht aber nichts dafür, hat sie gute Wände hier. So, wo kommen wir hier runter? Aha, okay, warte mal. Appetit kommt bei Reptilien. Okay, was haben wir hier? Versuchsaufbau und Hypothese. Appetitkonditionierung bei Reptilien. Was mit Koma? Nein, mit. Ich habe diese Ballywox und Skalone gemeinsam aufgezogen vom Schlüpfen, bis sie ausgewachsen waren. Ich habe ihnen großen Schmerz zugefügt, wenn sie aggressiv zueinander waren, und sie belohnt, wenn sie aggressiv gegenüber anderen waren. Seitdem haben sie einen beinahe familiären Band entwickelt, das normalerweise bei warmblütigen Kreaturen gefunden wird. Einzelheiten sind den Protokollen früherer Experimente zu entnehmen. Den letzten Monats über habe ich sie in getrennten Käfigen hungern lassen, wobei ich ihnen gelegentlich zu fressen erlaubte, allerdings nur winzige Mengen Reptilienfleisch. Ich habe mir einen fetten Bretonen besorgt, der einen luxuriösen Lebenswandel geführt hat. Er hat nicht eine Unze Muskeln an seinem Körper, es sollte wirklich ein höchst verführerischen Leckerbissen sein. Doch wir werden sehen. Ich werde bald zurückkehren, um das Experiment durchzuführen. Es ist immer noch etwas Zeit, die Reptilien hungern zu lassen, bis sie ganz verzweifelt sind. Okay, nee, wir probieren es mal, ne? So. Da sind sie. Ach, guck mal, die kämpfen gegeneinander. Alle gegeneinander. Ist der Bretone schon tot? Jetzt ist er tot. Okay, wo geht's denn hier lang? Okay, ins Unendliche nichts. Alles klar. Der Bretone ist tot. Dann haben wir den Kampf gesehen. Super. Okay. Lass ihn nach oben gehen wieder. So, da waren wir schon, da waren wir auch schon. Wo sind wir jetzt runtergekommen? Das wäre jetzt wieder eine gute Frage. Ich glaube, es war hier. Gut, dann gehen wir wieder rauf, ne? Wo? Ne, den machen wir weg mit dem Pfeil. Boah, Alter. Das hat sich nichts gebracht, ne? Boah, Alter. Boah. Was war denn das für ein Kick-Move, was der gemacht hat? Genährter Fleischadronach. Alter Vater.
Der hat ordentlich zugeschlagen. Beziehungsweise zugetreten. Das war, der war jetzt gefährlich, ja. Das würde ich auch so nennen. Und so unterschreiben. So, da haben wir wieder zwei Eingänge. Leichengrube. Und was haben wir hier? Heiligtum der Vivi-Sektion. Wir gehen in die Leichengrube vor, ja? Ist einfach nur interessant zu sehen, was hier so abging. Ich glaube, da ist ordentlich was falsch gelaufen hier unten. Fehlgeschlagenes Experiment. Fehlgeschlagenes. Boah, Alter. Ein Kampf gegen die Untoten. Da war was Ordentliches dabei jetzt hier gerade. Testobjekt und Testobjekt. Was haben wir hier noch? Bernstein. Super, hat sich schon wieder gelohnt, hier runter zu laufen. Sehr gut. Ah. Ja, die Quests sind hier relativ lang auch. So. Hier sind wieder zwei Wege. Sind wir hier rausgekommen? Ja. Muss ja auch so sein, ne? So, da sind wir richtig jetzt. Okay. Dann speichern wir jetzt mal. Sind die denn? Okay, da ist. Da sind wir jetzt richtig, wa? Alter. Die Alte ist ja nicht mehr ganz normal, ey. Die foltert da irgendwelche Leute und führt dann denen Experimente durch. Na, was ist denn hier los? Das ist ja ein reines Labyrinth hier. Das Subjekt, da haben wir wieder einen, den es erwischt hat. Okay. Wenn wir da was nehmen, ist das Stehlen. Alter. Alter, was ist denn hier los, ey? Schmuckkiste. Oh, nee, das will ich jetzt hier nicht lesen. Viel alchemistisches Zeug. Bestiarium vom... von den Shivering Isles. Immer auch noch eine Tür. Ein Altar zum großen Meister. Okay. Das ist ja alles so verzweigt, ey. Haben wir hier noch? So eine kleine Stube. Die geht's nochmal ein bisschen hoch. Da könnte auch der Ausgang sein. Sheogorath's Reich, okay. Ah, es gibt ja immer einen Hinterausgang. Oder meistens, jedenfalls. So, hier waren wir drin. Hier haben wir uns umgesehen. Hier drüben waren wir noch nicht. Guten Tag. Nanette Don. Okay. Was haben wir denn hier? Für ein Experiment. Sehen wir nicht, wa? Fleischatronach, okay. Das ist einer der gefährlichen, der ist gelb, ne? Können wir auch mal reingucken. Wie sich die bekriegen hier. Siehst du, die treten, ne? Alter.
Ist echt lustig, hier zuzugucken. Aber die kriegen sich nicht tot, die zwei, ne? Die kriegen sich nicht tot, die zwei. Oh, der hat ziemlich anstecken müssen jetzt. Ah, siehst du? Alter, das sind ja Gerätschaften, ne? Okay. Was haben wir hier? Oh. Ah. Okay. Nanette, dann. Mit der reden wir gleich. Vorhin. Erstmal hier. Ihr! Ich erinnere mich an euch. Ihr seid doch der Abenteurer, der meinen Torwächter erschlug. Ja. Ja, ich habe ihn getötet. Ich musste doch. Der Zweck heiligt die Mittel, ja? Eines Tages werdet ihr dafür büßen. Und jetzt kommt ruhig hereinspaziert und benehmt euch, als ob alles euch gehörte. Okay. Auf wessen Anweisungen stört ihr mich? Bei der Autorität eures Fürsten, Shirgorath. Verstehe. Shirgorath ist sich zu wichtig, um selbst zu kommen. Er schickt seinen sterblichen Lakaien? Nun denn, hoffentlich haben meine Diener es euch nicht so schwer gemacht, hier hinein zu gelangen. Was möchte Shirgoraths Lakai von mir? Mein Herr verlangt einen neuen Torwächter. Ach, tatsächlich? Leiht ihr uns eure mächtige Magie? Fürst Shirgorath hat die Kontrolle. Gut. Wenn es der Wille meines Fürsten ist, dann ist es auch der meine. Aber ich bin über den Tod meines Kindes zu sehr aufgewühlt, um zu seiner Geburtsstätte zurückzukehren. Das müsst ihr tun. Oh Mann. Ihr werdet zu den Fleisch- und Knochengärten gehen. Dort sammelt ihr mystische, für die Zeremonie erforderliche Zutaten. Oh. Holt mir Blutlikör, Knochenmark, Dermismembran und Essenz des Atems herbei. Und nehmt diesen Schlüssel. Damit erhaltet ihr Zugang zu den Gärten und zu meinem Heiligtum. Okay. Ich habe viele Jahre lang in jenen Gärten gearbeitet, bis mein Rücken krumm war und meine Seele verkümmert. Aber die Früchte dieser Arbeit waren die lebensnotwendigen Bestandteile des wahren Fleisches. Ihr werdet dorthin gehen und die Bestandteile einsammeln, die ich benötige, um ein neues Kind in diese Welt zu bringen. Okay, Komponenten. Ihr sollt zu den Fleisch- und Knochen... Blutlikör? Ja, gut, wie sammle ich diese Dinge? Seid ihr nicht der ruhmreiche Herzog, der den großen Torwächter getötet hat? Ihr werdet sicherlich imstande sein, diese Dinge zu finden. Wenn nicht, so hat vielleicht Shirgorath dem Falschen sein Ver... Mann, ey. Weg mit euch. Was ist das für ein Gefühl? Ah! Ups. Da habe ich jetzt wohl dein, Ach, die belebt den einfach wieder. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Schmerz spürt ihr in diesem Moment? Offenbar ist dieses Schmerzniveau für euch recht unangenehm. Die belebt sie einfach wieder, ne? Alter Vater. Okay, jetzt können wir noch mit der einen Dame hier reden. Die sitzt hier drüben. Auf keinen Fall. Ich spreche nie wieder mit euch. Nachdem sie erfahren hat, was ich euch erzählt habe, hat sie... Lasst mich einfach in Ruhe. Geht weg! Oh, ach, sie war das mit den Tränen, ne? Naja, okay. Gut, man kann hier nicht alles haben, ne? Im Reich der, des Wahnsinns. Wir gehen jetzt mal in den Knochengärten rein. Und schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Aha, hier, okay. Ach, neue Markierung hinzugefügt. Können wir hier... Ah, okay. Können wir so auch erreichen. Sehr gut. Dann zu den Toren des Wahnsinns. Hm.
Fleischgarten, ne? Waren wir eh schon lange nicht mehr. Ganz am Anfang. Wie sieht's hier aus? Immer noch nicht sehr gut, würde ich behaupten. Hier ist auf jeden Fall noch einiges zerstört von den Rittern. Ne, hier ist noch einiges an Leichen hier herum. Die liegen hier noch rum. Und ich glaube, den Bürgern ist es auch hier nicht so gut ergangen. Ich hoffe, es sind keine gestorben. Ich hoffe, keine wichtigen vor allem. Weil da sicher noch ein paar Nebenquests sind, die man machen kann. Also vor dem Angriff fand ich hier das alles ein bisschen schöner, muss ich zugeben. Ihr habt gefunden, Knochen und Fleischgärten, da waren wir doch schon. Da waren wir doch schon drin. Da haben wir auch schon unser Unheil ein bisschen vollbracht. Geht's hier irgendwo? Der Eingang ist hier, ne? Ich wollte nur noch kurz gucken, weil hier drüben ist ja so ein Zeichen. Es sieht so aus, als hätten wir die Karte gar nicht mehr entdeckt, wa? Warte mal, ich speichere hier mal kurz und gehe da schnell noch rüber. Den Rest können wir ja dann das nächste Mal auch machen. Wissen wir wahrscheinlich eh. Weil die Zeit schon wieder sehr schnell vergangen ist. Hier kommen wir nur wieder zurück, okay. Siehst du, ist alles nicht mehr eingezeichnet in der Karte, ne? Das müssen wir alles nochmal neu entdecken. Ich habe aber auch keine... Siehst du? Tür zu Cyrodiil. Haben wir nichts mehr entdeckt, ne, hier. Naja. Es wird wahrscheinlich alles so programmiert sein, dass wenn hier die Leute hier angreifen, dass das komplette Grenzland wieder neu aufgebaut wird. Mit diesen Zacken hier. Und so weiter und so fort, ne. So. Ja, dann hauen wir uns mal rein in den Fleischgarten. Gehen dann kurz durch die Tür. Dann lassen wir es für heute. Und dann geht es morgen wieder weiter. In diesem Sinne sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund und auf Wiedersehen.